Ich muss schnell zum Partnercenter in Harlem und May helfen. Ja, das stimmt allerdings. Peter, Gott sei Dank, wir brauchen dich beim Veteranenzentrum. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bist du okay? Was ist los? Die Sträflinge haben Feuer gelegt. Das Personal ist draußen, aber May und Miles sitzen drin fest. Ich versuche irgendwie reinzukommen, aber das Feuer breitet sich aus. Bleib, wo du bist, MJ. Ich erledige das. Verdammt. Tempo, Pete, Tempo! Alter, was hier abgeht. Schlag auf Schlag hier alles. Beobachtungsposten aktiv. Geben jede Zielsichtung weiter. Hey, das, auf der Karte ist einfach alles so irgendwie völlig Katastrophe. Jo, in den Feuer. Ja, da wollte ich hin. Ja, Scooty. Alter, was ist los bei dir? Spidey, es geht ab. Johnny Boy. Nein, Dicker. Rinder. Peter, Feuerwehr und Rettungsdienst sind unterwegs. Hier ist ein Notausgang, der... MJ, lass es! Sonst muss ich dich auch noch retten. Peter, sei vernünftig und warte auf Hilfe. Warum sagt sie eigentlich Peter zu mir die ganze Zeit? Ich bin Spider-Man. Cop. Ungünstig. Ich hab sie. Haltet durch! Tante May, geht's Ihnen gut? Geht an ein Fenster! So weit weg! Moment! Dann macht euch bereit! Komm schon, du blödes... Na los, May, ich hab dich. Oh mein Gott. Los! Los! Miles, komm schon. Ist May okay? Alle in Sicherheit. MJ, wenn du unmeins nicht gewesen wärst, wäre ich... So tot wie ich, wenn du mich nicht tausende Male gerettet hättest. Ich schulde dir noch ein paar Mal. Au, sehr schlau. Hey. Tut mir leid, dass ich's vermasselt habe. Es ist... nur schwierig, immer die Person zu sein, die gerettet werden muss. Ich will auch mal jemanden retten. Ich meinte nicht, dass du das nicht kannst. Noch Partner? Immer. Hey, ich wusste nicht, ob... still, mit Kohlensäure, Medium, spritzig oder sonst was. Also hab ich eine von jeder. Stör ich? Nein, MJ, Miss Watson und ich besprechen die Strategie. Strategie? Ganz recht. Die Stadt ist in Gefahr. Sie braucht Hilfe. Unser aller Hilfe. Okay, gut, dann sag an, Coach. Okay. Teile und herrsche. Miss Watson, wir brauchen ein Antiserum gegen den Teufelsatem. Oscorp entwickelt etwas. Aber das wird garantiert Octavius und Lee in die Hände fallen. Wir müssen das Heilmittel finden und sichern. Ich gehe ein paar Hinweisen nach. Miles,
Du musst im Feast Augen und Ohren offen halten. Wenn was ist, ruf mich an. Wir müssen das Center und die Leute dort schützen. Okay, alles klar. Und was wirst du machen? Eine Bande von kostümierten Irren nimmt die Stadt auseinander. Und ich arrangiere mich. Okay. Hey, halt! Wie rufe ich dich an? Ich meine, hast du denn ein Handy in deiner Tasche oder sowas? Miss Watson gibt dir meine Nummer. Viel Glück, Team. Du hast deine Nummer, bist du Spider-Mans Freundin? Es wäre so cool, wenn... Na los, Sherlock. Jetzt zeig mir doch mal deine Wassersammlung. Meine Herren. Die Stadt fühlt sich etwas sicherer an. Miles ist bei Feast, MJ sucht ein Heilmittel für den Teufelsatem. Jetzt sollte ich Otto suchen und vereiteln, was auch immer er geplant hat. Yuri, wir müssen jetzt die Drahtzieher finden. Noch keine Spur zu Octavius? Nein, nichts. Die Forensik kann sich nicht mal den Times Square ansehen. Alle außer den Praktikanten sind krank. Vielleicht finde ich ja was. Ich halte dich auf dem Laufenden. So, wo ist denn der Turm? Müsste der letzte eigentlich sein hier, oder? Hui! Nein! Das wollte ich nicht. Alter, was geht denn jetzt ab? Was mir an dir gefällt, Kleiner. Du wirst immer besser. Danke, gruseliger Stalker. Nenn mich Taskmaster. Ah, der Taskmaster. Weil du mir Aufgaben stellst? Wie kreativ! Eine Gruppe Söldner verübt in der ganzen Stadt Verbrechen. Diese Söldner sind nicht vielleicht rein zufällig deine Söldner, oder? Nein. Ich weiß nur, dass man sie für ihre Arbeit gut bezahlt. Es sei denn, du hältst sie auf. Was hast du davon? Ich darf zusehen und lernen. Ist der Taskmaster ist doch in dem Film hier Into the Spider-Verse Miles Morales Dingsbums von Sony animierte Dings mit Oscar prämiert. War hier der nicht der Onkel, ne? Der von Miles Morales, oder? Wisst zwar nicht, ob das jetzt Law ist. Da hier mit mehreren Universe. Sie haben sicher schon vom Aufruhr an der Empire State University gehört. Aber das ist nicht der übliche Giftcocktail aus betrunkenen Kids, verwöhnten Millennials und wilden Hormonen. Die Behörden bewahren Stillschweigen über die Lage. Aber meinen Quellen zufolge haben die Dämonen die Studenten unter Drogen gesetzt und in tödliche Berserker verwandelt. Was ist aus unserer schönen Stadt geworden, Damen und Herren, wenn wir unsere eigenen Kinder fürchten müssen? Unsere Nachbarn, unsere Ehepartner. Seien Sie wachsam, machen Sie die Augen auf und behalten Sie den Barista mit der Hipster-Frisur im Auge, der Ihren Latte macht, sonst erwischt er Sie auch. Ist das ein Konneor? Ist wirklich... Was der Quatsch, Alter. Terror. Einfach Terror, Alter. Oh, Spider-Man, du bist klasse. Howard. Vanessa ist auch angekommen. Ich liebe die Namen. Freut sich Sandra, dass sie wieder da sind? Tja, sie ist leider nicht mehr unter uns. Krebs, weißt du? Howard, das tut mir so leid. Oh, schon okay. Man soll leben, nicht Trübsal blasen. Das hat sie nach der Diagnose gesagt. Ab und zu muss ich mir das ins Gedächtnis rufen. Kannst du weitersuchen? Diese Vögel zu finden bedeutet mir wirklich viel. Danke, Spider-Man. Ja, kein Problem. Wo ist denn der Rucksack? Ach da, neben mir. Ja, passt gerade zur Stimmung. Eine. Was ist das denn? Eine Spielkonsole? Bei Observierungen muss ich doch was zu tun haben. Wie ist denn die? Weiß ich mal. Ich hab einen neuen Anzug. Geil, den gucken wir uns an. Oh, nice. Iron Spider Anzug. Ach, das ist hier, ja. Was brauchen wir da? Herausforderungsmarken, Verbrechermarken. 3 Stück. Also den möchte ich gerade vielleicht noch haben. Den werden wir noch haben. Verbrechermarken, da. Wollen wir uns mal noch Verbrechen hier machen? Was war das andere? Ich habe vergessen. Ach, Herausforderung. Oha. Jo, warte. Genau, steil die Burschen. Ah, das kann ich ja auch offscreen machen, schnell dann.
Machen wir jetzt hier noch das hier. Eine Geiselnahme mitten in einem... Oh! Fährt der Bus zum Avengers Tower? Ja, da wollten wir auch noch hin, ne? Ist das hier? Ich bin schnell. Alter, wie sie ballern. Wie viel gibt's denn hier von denen, Alter? Ja, da steht. Hallo. Wo ist er denn? Er ist schon wieder hier. Okay, nice. Alle gerettet. Wäre schön, wenn die Häftlinge ihre Freiheit konstruktiver nutzen würden. Mit Stricken oder Kanaster. Ich liebe Kanaster. Kanaster. Alle Einheiten. Meldungen über Schüsse von Häftlingen in Fahrzeugen. Hey, warum ist die Kamera? Haben eine Meldung aus Morningside High. Over. Hä? Meine Kamera aktivieren. Es geht nicht mehr. Ich hab meine Kamera verloren. Hä? Ja, hab ich nicht mehr. Cool. Kann ich kein Foto mehr machen. Gut, dann reisen wir da mal schnell hin. Haben wir noch die Zeit. Auf jeden Fall die Zeit noch bis dahin zu schwingen. Wenn wir noch irgendwas unterwegs finden, was schnell auf dem Weg liegt, dann machen wir das natürlich. So wie die Taube hier zum Beispiel. Die könnten wir noch schnell wegwaschen. Alle kriegen es Forschungsmarken, ne? Aber ich will zumindest mal eine Mission noch zu Ende bringen. Hier so eine Nebenmission. Ja. Sie fliegt natürlich voll in die andere Richtung. Als würde sie mich absolut dissen wollen die ganze Zeit. Fressen Tauben eigentlich Spinnen? Prinzipiell eine gute Frage eigentlich, ne? Zack, Junge. So, Howard. Howard ruft da nicht bei jeder Taube an, offensichtlich. Sie sind einfach unermüdlich. Hier ist Säbelzentrale. Brauche Lagebericht aus Midtown North. Hi. Das haben wir noch, das kriegen wir noch mit hier. Da passiert natürlich nichts mit der Person selbst. Mein Laserschwertmännchen. Müsste ich erst nicht zu Disney. Verrückte Horrorspritztour amtlich gestoppt. Cool. Cool. Geil. Und noch eine Marke mehr. Jetzt brauchen wir bloß noch die Dingsmarken. Und dann können wir uns den krassen Iron anziehen. Ah, jetzt kann ich wieder fotografieren. Hä? Nee, doch nicht. Jetzt. Okay. Spider-Man, willst du uns helfen? Ja. Soll ich doch jetzt antworten, oder was? Doch, das kann nicht schaden, Officer. Du hast ja keine Ahnung. Sowas wie diesen Teufelsatem habe ich noch nicht erlebt. Die Forensik ist ganz schön am Fluchen. Neuen Meldungen zufolge hat Otto hier den Teufelsatem freigesetzt.
Norman Osborn, a better major for a better New York. Das kannst du auch vergessen, Leute. Rückstände auf dem Schild. Vielleicht kann ich sie isolieren. Mal wieder Substanzen untersuchen. IT-reiche Liedersequenz. Vielversprechend. Okay. Warum das, das? Wartet mal eins kurz. So. So, ne? Ja. So. So, ne. Dann brauchen wir... So, genau. So, und... Das ist schade. Das ist schon wieder irgendwas falsch, natürlich. Geht auch nicht, weil... Der ist falsch. Okay. Muss man aber von vorne anfangen. Ich würde jetzt den da hinsetzen. Geht nicht, weil das schon, da brauche ich ja drei. Also müssen die auf alle Fälle passen, wenn ich da nichts löschen kann. Das heißt, der hier, ne? Und ein einzelner. Okay, fangen wir mal hier hinten an. So, okay, dann brauche ich hier einen doppelten. Natürlich. Entschuldigung. Wie muss der doch da rein? Aber der auch. Und dann muss der da rein. Ist ja alles nicht, ey. Ach doch, ja, ja, passt. Ah ja, sehr gut. Huh. Heikel, heikel. Gesi-Muskraft, modifiziertes CPF-1. Definitiv der Teufelsatem. GR-27, sagt er. Jetzt sollte ich die Ausbreitung verfolgen können. Aha. Die Spur geht in mehrere Richtungen. Schade. Ich muss die richtige finden. Wie lange bleibt das hier gesperrt? Kann ich nicht sagen, Sir. Die Spur ist kalt. War ja klar. Spider-Man, hey! Nummer 2. Die Spur führt hoch in das Gebäude. Ah, das ist gut, nicht? Hahaha. Die Spur springt zum nächsten Gebäude. Das wird für uns kein Problem. Nur ganz kurz mal wissen. Geht wohl zu diesem anderen Gebäude da. Helber! Jetzt mal ernst, ganz im Ernst kurz. Er springt. Wie nach oben, oder was? Die Spur führt in die Luftschächte. Was wollte Otto hier oben? Tatsächlich. Hier sollte eine Tür oder eine Zugangsluke sein. Und ein Rucksack eventuell. Meine Abschlussarbeit in Neurotechnologie. Deswegen habe ich den Job bei Dr. Octavius bekommen. Oh, aber kein A+. Na gut, vielleicht doch kein Genie. Auf in die Luke.